Die Hamburg Automatik Big von Bruno Söhnle ist eine klassische Deckwatch, aber sie hat einige Sachen, die ich absolut genial finde und die ich richtig, richtig schick finde und zudem auch wahnsinnig praktisch. Bleibt einfach dran, dann erzähle ich's. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Die Bruno Söhnle Hamburg Automatik Big ist mein Thema heute. Eine Uhr, wie der Name schon sagt, mit einem mechanischen Uhrwerk. Das ist im Portfolio von Bruno Söhnle, Klammer auf, noch, Klammer zu, die Minderheit. Und zudem mit einem wirklich angenehmen Preisschild versehen. Dazu komme ich aber im Laufe des Videos noch. Es handelt sich um eine Uhr aus Glashütte, das heißt, es sind die ganzen Glashütter-Produktionsvorschriften bei dieser Uhr tatsächlich auch angewendet worden, um das Aushängeschild und das Label Glashütter-Uhr verwenden zu dürfen. Alle Uhren von Bruno Söhnle kamen in der kompletten Verkaufsverpackung. Bei einigen zeige ich euch das Unboxing wie hier. Ich mache das nicht bei allen, weil es wiederholt sich natürlich auch in einem gewissen Rahmen. Die Uhren sind komplett foliert und entsprechend muss ich dann auch die Folien entfernen, um euch die Uhren so zeigen zu können, wie es sich gehört. Ein verziertes Werk. Alle Werke, die ich von Bruno Söhnle gesehen habe, waren im Übrigen verziert und sogar sehr schön verziert. Hier haben wir die Hamburg Automatik Big mit einem cremefarbenen Ziffernblatt und wunderschönen Zeigern, zu denen ich aber noch im Detail komme. Die 5 Minuten Strichindizes sind aufgesetzt, was ich sehr schön finde, weil es, wie ihr hier sehen könnt, einige Lichtreflexionen erzeugt, sodass die Uhr auch mal ein kleines bisschen glänzend wirkt, zumindest was die Striche der 5-Minuten-Indizes betrifft. Die Datumsposition auf der 3-Uhr-Position ist üblich. Ich hätte mir hier auch gut auf der 6-Uhr-Position vorstellen können, anstatt der 6. Aber bei dem cremefarbenen Ziffernblatt und dem weißen Datumsfenster finde ich es auch nicht übertrieben störend. Das Gehäuse ist poliert, das Werk ist veredelt und verziert. Der skelettierte Rotor sowie die Signatur der Brücken ist von Bruno Söhnle speziell angebracht. Und wenn wir gleich zu den Maßen kommen, dann werdet ihr sehen, dass diese Uhr größer ist, als sie vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das abgerundete Gehäuse, die abgerundeten Gehäuseflanken. Ich versuche das mal einzufangen, das ist gar nicht so leicht, aber hier könnt ihr es sehen, dass das ganze Gehäuse einen gewölbten Außenradius hat, der sich auch über den Topring oben zum Glas hin fortsetzt. Eine Uhr, die sich insgesamt sehr weich anfühlt und wirklich sehr angenehm auf dem Arm sitzt. Das Sichtfenster ist relativ klein, zeigt aber trotzdem ein wirklich schönes Werk, das auf der Basis des SW200 von Sellita von Bruno Söhnle weiterentwickelt wurde. Und Bruno Söhnle nennt dieses Werk BS175. Gleich kommen wir nochmal zu den genauen Maßen der Uhr, aber vorher möchte ich euch gerne noch etwas anderes zeigen, und zwar das Preisschild 1050 Euro für eine mechanische Uhr aus Glashütte. Ich glaube, wir reden hier tatsächlich vom Einstiegssegment und das meine ich überhaupt nicht abwertend. Mit 43 mm Durchmesser ist die Uhr relativ breit, aber mit einer Höhe von nur 10,8 mm ist sie relativ schlank am Arm und lässt sich gut tragen.
Der Bandanstoß beträgt 20 mm und das Saphirglas ist auf der Innenseite entspiegelt. Oh, ich habe das Wort gesucht. Die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht, was sie zu einem wunderschönen Alltagsbegleiter macht. Lag-to-Lag, das hatte ich geschaut. Das ist bei Bruno Söhne nicht angegeben. Das heißt, das muss ich nachmessen. Der Abstand Horn zu Horn beträgt zivile 48,5 oder 6 mm. Somit ist die Uhr trotz des großen Durchmessers von 43 mm relativ gut tragbar, auch an schmaleren Handgelenken. Schauen wir doch mal, wie sie an meinem 17,5 cm Handgelenk sitzt. Und ja, die Uhr ist groß, aber sie steht nicht über. Das heißt, diese Uhr könnte ich durchaus problemlos tragen. Und das ist auch eine Uhr, die mir persönlich wirklich gefallen würde. Ich bin sonst nicht so der Typ für Deckwatches oder maritime Uhren, denn in diese Richtung geht das Design ja. Aber hier gibt es zwei Sachen, die mir unglaublich gefallen. Das sind zum einen die applizierten 5-Minuten-Indizes und die Zeiger, die nicht nur poliertes Metall sind, sondern die Zeigerspitzen sind schwarz lackiert, wodurch die Uhr an dieser Stelle keine Reflexion hat, sondern immer den gleichen Kontrast zum Ziffernblatt bildet und wirklich extrem gut ablesbar ist, ganz egal von wo das Licht kommt, ganz egal wie das Licht einfällt. Nachts, das zeige ich euch noch separat später im Video, aber bei Tageslicht und bei normalem Lichteinfall ist die Uhr immer sehr gut abzulesen, dank der schwarz lackierten Zeiger, die einen wunderschönen Kontrast bilden. Zudem kommt, dass die polierten Teile zur Zeigerachse hin dazu führen, dass die schwarz lackierten Teile manchmal schwebend wirken, als hätten sie gar keine Verbindung zur Zeigerachse. Wirklich sehr charmant gemacht und finde ich richtig klasse. Jetzt lassen wir noch mal gucken, wie die Zeiger gesetzt sind und ob man hier tatsächlich die Zeiger auch entsprechend gut gesetzt hat. So, kurz die Sekunde auf 12 Uhr angehalten und dann stellen wir die Uhr auf entsprechend 12 Uhr ein. Das Datum ist gesprungen, dann drehen wir noch einmal weiter, weil ich um den Datumssprung rum die Uhrzeit nicht zurückstellen möchte. Und zurück genau auf die 12. Und bei diesen dünnen filigranen Zeigern, da könnt ihr es sehen, hammermäßig genau gesetzt. Also wirklich super genau, da steht aber auch gar nichts über. Das passt. Wenn man die Uhr so sieht, könnte man sie auch für eine Einzeigeruhr halten. So perfekt sind die Zeiger übereinander ausgerichtet. Wie gesagt, ich bin normalerweise nicht der Typ für dieses Design. Aber mit den Zeigern und den aufgesetzten Indizes hat mich die Uhr doch ziemlich abgeholt und ich muss gestehen, mir gefällt sie sowohl vom Ziffernblatt, den Zeigern her, als auch von der Gehäuseform, die so wunderschön weich ist. Also da bin ich ziemlich begeistert. Das Einzige, was mich ein bisschen zurückhält, komplett in Euphorie zu verfallen, sind die 43 mm im Durchmesser. Da bin ich doch eher ein bisschen zurückhaltend. Das brauche ich dann nicht immer. Ansonsten hätte sie 40 oder 41. Ich vermute, ich wäre ganz, ganz nah mit meinem Finger am Bestellknopf. Ja, das ist also meine persönliche Meinung zu der Uhr. Ich finde auch den Sekundenzeiger schön. Ich finde es insbesondere auch gut, dass man hier den Sekundenzeiger komplett schwarz gehalten hat und nicht das Muster der Minuten- und Stundenzeiger fortgeführt hat, sodass der Sekundenzeiger wie eine ganz, ganz feine Nadel über das Blatt läuft und nicht von dem Minuten- und Stundenzeiger ablenkt. Die Schließe ist eine
gute typische Butterfly-Schließe. Sie ist mit Bruno Söhnle signiert, funktioniert gut, gibt es nichts dran auszusetzen. Persönlich bin ich eher der Freund von Dornschließen, aber das zu ändern ist ja kein Aufwand. Insofern stört mich eine Butterfly-Schließe an einem Lederband nicht, denn ich kann sie ja problemlos gegen eine Dornschließe ersetzen und ich bin auch sicher, Bruno Söhnle macht das auch auf Wunsch. Schauen wir uns die Uhren doch mal kurz bei Nacht an. Ich habe die Hamburg Big Automatik mit dem roten Pfeil markiert, kurz einmal mit der Taschenlampe Licht drauf. Ihr seht nichts, die Zeiger sind nicht mit Leuchtmasse belegt, also muss man sich auch keine Gedanken machen über die Nachtablesbarkeit und wie lange die Leuchtmasse nachts hält. Es gibt sie nicht, diese Frage stellt sich nicht. Eine Uhr, die preislich, finde ich, extrem attraktiv ist, zudem mit Saphirglas, Automatikwerk, Wasserdichtigkeit, absolut alltagstauglich und für Menschen mit etwas größeren Handgelenken eine wunderschöne Alternative zu anderen Deck- oder maritimen Uhren ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Uhr seht, würde mich brennend interessieren. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.